Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute spielen wir das Spiel Pixel Gun 3D. Wie man schon sieht, ist es so eine Art Minecraft, in dem man schießen tut. Also eine Mischung aus Fortnite und Minecraft. Ja, ich habe das Spiel schon öfters gespielt und deshalb bin ich hier auch schon ein wenig ausgerüstet. Hier beispielsweise sieht man, habe so ein Hühnerskin. Also ich erkläre mal kurz alles. Hier hat man alle Waffen, die man sich ausrüsten kann. Diese Waffen habe ich alle ausgerüstet. Es gibt einmal so primäre Waffen, Zusatz, Nahkampf, Spezial, Scharfschütz und Schwer. Und ja, die kann man dann halt eben hier alles kaufen oder auch freischalten, indem man im Level aufsteigt. Und ja, hier kann man dann noch so Skins sich aussuchen oder auch kaufen oder selbst kreieren. Ja, den habe ich selbst kreiert, tut mir leid. Ja, dann noch gibt es Haustiere, also ja, so Eier, die man ausbrüten kann. Dann kriegt man hier so verschiedene Haustiere raus und Katze, Maus und ja, es gibt auch sowas wie Dinosaurier, den nehme ich mir mal. Und ja, im Moment ist ein Event, weiß nicht, welches das ist und ja, gehen wir mal in den Kampf. Also es gibt einmal so Kämpfe, so Teamkämpfe, mache ich meistens, ist mega cool. Battle Royale ist halt dann eben Battle Royale. Deathmatch, weiß ich tatsächlich nicht, was es ist. Kämpfe gegen einen Spieler auf der Karte, der Spieler mit den höchsten Punktzahl gewinnt, okay. Koop, halt eben so mit, wo man Zombies bekämpfen muss. Und besetzen. Besetzen spiele ich auch recht gerne. So, dann gibt es hier noch Minispiele. Die sind aber jetzt nicht so spannend. Ja, machen wir mal einen Teamkampf. Okay, lass ich mal kurz schauen. Machen wir mal im Code. Das kenne ich nämlich selbst noch nicht. Und ja. Wir müssten jeden Moment drin sein. So, hier sind wir. Oh mein Gott. Also. Ach, man springt automatisch. Scheibenkleister. Ah, okay. Ja, man kann sich auch irgendwann so Jetpacks holen. Und die dann dementsprechend benutzen. Ah. Oh mein Gott. Das ist schwer. Schwerer als es aussieht. Hab ich ihn? Nee, hab ich nicht. Schade. Ach, jetzt habe ich für die keine Munition mehr. Wissen wir was? Nahkampf. Tschüssi. Okay, nein, nützt gar nichts.
Oh mein Gott. Diese Laterne, wo ich ausgerüstet habe, die macht One-Hit. Die würde ich jedem empfehlen. Aber die ist hier so unnützlich. Weil die alle nur durch die Gegend schöpfen. Man kann auch Heilung auf der Map finden. Oh shit, bin tot. Schade. Aber ja, wer? Ach, da ist der schon wieder. Oh, komm her, du. Dich krieg ich noch. Soll ich mal versuchen zu snipen? Ich probiere einfach mal. Zu snipen und hab's gesniped. Die Haustiere sind übrigens nicht unnützlich, die können nämlich mit einem mitkämpfen. Und. Ah, schon gewonnen. Und ja, wenn die halt eben tot sind, dann kommt die halt eben wieder. Ja. Bin wieder da. Sorry für die Hintergrundgeräusche. Das waren meine Schwestern. Und ja, die Ladezeiten im Spiel haben sich sehr verändert. Also vorher ging das ganz schnell. Bin wieder da. Ja, und dann gibt es halt eben tatsächlich verschiedene Welten. Auch einige Welten, wo nur verschiedene Sachen erlaubt sind. Beispielsweise nur Nahkampf. Realistisches Gameplay, weiß ich jetzt nicht, was das ist. 3-Set-Spawn-Modus, weiß ich auch nicht, was das ist. Das weiß ich, was es ist. Lass mal realistisches Gameplay machen. Denn das weiß ich tatsächlich nicht, was es ist. Die Maps haben auch alle verschiedenen Größen. Das sieht man dann, indem sie unter M, S, XL, XXL eingestuft sind. Und ja. Okay, mal gucken, wie das jetzt mit realistisch gemeint ist. Ich sehe gerade, dass meine Waffen aus. Okay. Ah, man hat dann also sozusagen immer nur ein Leben und verschiedene Waffen. Lass mal noch einen Kampf machen. Ich sehe gerade, dass man so, dass mir die Waffen umgeändert wurden. Interessant. Und ich habe kein Jetpack und kein Haustier. Aha. Oh, das könnte echt cool werden. Man kriegt auch Fallschaden jetzt. Achso, das liegt wahrscheinlich an dem Modus. Weil normalerweise kriegt man keinen Fallschaden. Shit. Yep. Bin ich hier jetzt? Ah. Nee, hä? Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich bin. Perfekt. Ach so, okay. Orientierung gefunden. Wo seid ihr, ihr Gegner?
Bestes Gameplay EU West. Okay, da ist mein Kamerad. Vielleicht weiß der ja, wo die sind. Ich folge dem einfach mal. Ouch. Ach, stimmt, man kriegt ja Fallschaden. Bin ich gar nicht gewohnt. Yo, Bro, weißt du, wo es hier lang geht? Dort hier sind. Achso, okay, nee, das ist außerhalb der.